Entschuldigung, können Sie noch ein paar Meter vorfahren? Ich muss hier dringend rein. Mit der Kiste? Ja. Ich muss ganz dringend rein. Wir machen ein neues Schild. Was? Fahren Sie doch ein Stück vor einfach. Lassen Sie mich doch erstmal gucken. Worum geht's denn überhaupt? Ideenwettbewerb, internationales Forschungsmarketing. Das ist BMBF, da sind Sie ja ganz falsch. Das hat gar nichts mit der DFG zu tun. Ja, doch. Schauen Sie mal, also Research in Germany, Land of Ideas, da ist die DFG Teil davon. Natürlich hat das was mit der DFG zu tun. Bitte lassen Sie mich mal mit rein hier. Ein Stückchen vorfahren. Ich bin super in Eile. Zu wem wollen Sie überhaupt bei der DFG? Zu Frau Dr. Heide Ahrens. Das ist unsere Generalsekretärin. Sie wollen zu Frau Ahrens. Na gut, dann mache ich natürlich Platz mit der Kiste. Ja. Frau Ahrens, als Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind Sie auch Schirmherrin des Wettbewerbs Internationales Forschungsmarketing. Der Wettbewerb ist ja nach allem, was man hört, sehr erfolgreich verlaufen, soll aber jetzt mit der Runde 2020 beendet werden. Wie passt das zusammen? Ja, gerade der Erfolg führt dazu, dass wir in eine neue Stufe gehen mit dem Wettbewerb. Wir haben ja seit 2014 5 Runden gehabt. Letztes Jahr nochmal wieder 8 Preisträger ausgezeichnet. Und es ist tatsächlich so, der Effekt bei Preisen, man bringt ganz viel auf den Weg, nicht nur bei denen, die man ausgezeichnet hat, auch bei denen, die sich um einen Preis bemüht haben. Und das Ziel, das Thema bei den Hochschulleitungen selber zu verankern und damit auch Agenda-Setting zu betreiben, das wurde nach Auffassung der Jury im letzten Jahr in den Diskussionen als praktisch erreicht bezeichnet, sodass man sich überlegt hat, auf eine neue Etappe zu gehen. Also kann man sagen, dass der Wettbewerb seine Ziele erreicht hat, die auch gesteckt worden sind für den Wettbewerb? Auf alle Fälle. Das waren hochgesteckte Ziele und die sind auch erreicht worden. Und insofern hat man überlegt, wie können wir den Preis jetzt weiterentwickeln. Nun haben wir Community-Preis statt Ideenwettbewerb. Was ist denn daran jetzt neu? Was ist innovativ? Was ist das Besondere daran? Ja, Community-Preis, der Name ist Programm. Das heißt, zum einen zielen wir auf eine andere Ebene. Wir zielen jetzt mehr auf das mittlere Management in den Hochschulen, dass die sich überlegen, wie sie sich auch mit der Administration vernetzen, wie sie diese Themen im Change-Management vorantreiben können. Denn das soll ja institutionalisiert werden, das Thema Forschungsmarketing. Aber Community-Preis heißt eben auch, die Auswahl wird künftig von der Community getroffen. Wir machen ein Online-Voting, das heißt, die Akteure selber treffen die Auswahl. Es gibt nicht mehr eine Jury, die das macht. Insofern nimmt man auch das Thema Partizipation hierbei in den Blick. Mhm. Und drittens, das ist auch neu, die Netzwerkbildung wird verstärkt. Mhm. Wenn jetzt meine Idee mir am besten gefällt, kann ich dann für mich selber stimmen? Nein, das geht natürlich nicht. Das ist ja das Übliche, die Befangenheit bei der DFG. Man kann für sich selber nicht stimmen, aber man kann sich praktisch an der Bewertung aller anderen Ideen beteiligen. Wir leben ja in sehr bewegten Zeiten. Ich sage jetzt mal nur Stichwort Pandemie. Ist denn da das internationale Forschungsmarketing überhaupt noch ein Thema zurzeit? Ich glaube, dass es umso mehr ein Thema geworden ist, denn zum einen muss man tatsächlich noch mal überlegen, wie gestaltet sich Internationalisierung heute. Zum Teil gibt es auch Ängste, habe ich gehört, überhaupt aus dem Ausland wieder in andere Länder zu gehen. Und das andere Thema, das wir haben, ist natürlich die Digitalisierung. Was macht man noch in Präsenz? Was macht man hybrid? Wie kann man das auch im Forschungsmarketing nutzen? Also insofern glaube ich, dass wir umso mehr zu tun haben nach der Pandemiesituation. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Ahrens. Vielen Dank. Wow. Entschuldigung, können Sie mich rauslassen? Ich bin wirklich super in Eile. Ach Gott, Sie schon wieder, ja. Wo soll es denn hingehen? Zum Oldtimer-Treffen hier mit dem alten Citroën? Ab in die Zukunft. Na gut, dann gute Fahrt. Ja, fahren Sie mal.